Ja, guten Abend zusammen oder hallo zusammen besser. Heute mal nicht wie gewohnt als Livestream die Imker-Sprechstunde, sondern mal Konserve. Liegt daran, wir haben Halloween und Chris geht feiern und ich habe aus irgendeinem Grund Kuss. Deswegen schaffen wir das heute nicht, das Ganze live zu machen. Aber wir haben uns überlegt, wir haben ja Fragen zugeschickt bekommen und die wollen wir dann gleich einmal durch. Hi Chris. Hi, aber was redest du da für Müll? Ich gehe feiern. War da nicht was? Du hattest heute, doch irgendwas. Heute ist Halloween. Ja. Ich habe heute meinen bestbezahlten Tag im Jahr. Okay. Wie weit bestbezahlt? Ja, ich sag mal so, ich werde dafür bezahlt, bei den Leuten die Tür aufzumachen und ihr wollt nichts, oder? Stimmt eigentlich, eine Verkleidung brauchst du nicht mal. Richtig, ich bin die Verkörperung des Sauren. Ja, da muss ich dir ab und zu mal recht geben, in diesem Fall auf jeden Fall. Gut. Feiern. Echt sowas. Du gehst doch auch arbeiten. Allerdings, ja. Allerdings glaube ich, du nicht absichtlich, in Anführungszeichen. Das ist so das Problem, wenn man die Feiertage nicht im Kopf hat oder so weiter, ne? Und dann, ach ja, da kann man ja auch noch einen schönen Termin legen. Das war nicht absichtlich. Normalerweise sind die Termine für den Kurs immer auf Mittwoch gewesen, aber weil Mittwoch irgendwie jetzt doch Feiertag ist, hat sich der Verein gedacht, okay, dann schieben wir es auf Dienstag. Deswegen heute. Ja, und ich bin es dann auch mit meiner Praxis ja nur extra auf den letzten Termin auf den Samstag gerutscht, weil du siehst doch abends nichts mehr. Also, ich meine, an Bienen kann man sicherlich gut fühlen, aber... Ja, aber ich habe genug Beleuchtung dabei und Völker zusammenlegen und Restentwirbung und so weiter, das klappt auch. Klappt. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass du keine Leuchte bist. Natürlich. Das würdest du nie tun. Doch. Ja, eben. Gut, aber aus gegebenem Anlass dann heute auch mal wieder die Gardine des Grauens, weil das ist im Hintergrund. Ja, sie ist wieder da. Ja, auf vielfachen Wunsch. Alle wollten ja die Gardine wieder haben, oder nicht alle, zumindest einige. Und da ist sie. Ja, heute mal ausnahmsweise haben wir gesagt, komm, wir machen sie mal wieder rein. Alles ist ein bisschen retro. Ja, muss ja auch mal. Nächstes Mal ist sie dann wieder. Okay. Gut, so, aber... Wir haben ein paar Fragen, oder? Ja, wir haben nicht nur ein paar Fragen, sondern wir haben vielleicht auch eben halt noch ein paar Anmerkungen. Was hast du denn an deinen Bienen noch gemacht, so beim letzten Kurs? Oder was hast du jetzt allgemein noch so vor dem Winter vorbereitet? Also, wir haben Mäusegitter dran gemacht, zumindest schon bei dem Teil. Mhm. Wir haben nochmal übers Füttern gesprochen und auch gefüttert, übers Notfüttern gesprochen. Wir haben übers Vereinen gesprochen. Ja. Ja, und ein paar hatte ich ja schon, ich sag mal vereint. Dann Völker verstärken, ohne zu vereinen. Mhm. Haben wir auch gemacht, dass man also auch rein nur Bienenmasse dazu tut. Dann haben wir über Oxalsäure bzw. über Sublimieren nochmal ein bisschen gesprochen. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, ich war auch da. Nee, du warst beim Kurs nicht da. Nein. Nee, beim Kurs nicht, aber später war ich auch da. Ja, ja, an dem Vereinstermin warst du da und hast ja die Vorführung gemacht und den Leuten die Einweisung gegeben, wie das Ganze so funktioniert. Und war übrigens sehr nett. Interessant ist, Vortrag, da stehen 25, 30 Leute und hören sich an, was Patricia zu sagen hat. Und du musst dich richtig anstrengen, Patricia zu verstehen. Eine Dreiviertelstunde später, das Ganze ist vorbei, Patricia steht an derselben Stelle, unterhält sich mit ein paar Leuten und du bist fast doppelt so weit weg und du hörst jedes Wort von Patricia. Kann ich dir auch erklären. Vorher, als mir alle zugehört haben, war es ja leise, aber als ich mich unterhalten habe, haben halt sich halt alle anderen auch unterhalten. Es war laut, also musste ich lauter sprechen, dass sie das auch mitkriegen. Außerdem Ohrenputzen hilft auch. Ja, und ich hatte mir vorher schon die Haare aus den Ohren gezupft. Ja, ach, übrigens zu dem Termin, da hatte ich auch noch was, und zwar, was hatten wir denn da Schönes? Was sind das hier? Das sind missratene Rähmchen.
Mini Plus. Ich könnte es mir fast in Dauerschleife anhören. Ja, ja, ja. Und zwar, ich werde nächstes Jahr einen Versuch starten. Einen Beuten habe ich schon bestellt dafür. Zander 2 Drittel. Mhm. Und da passen die Mini Plus Dinger genau rein. Und man kann die Mini Plus Rämchen aneinander haken, dass sie tatsächlich das Zander Format bekommen. So, und ja, jetzt werde ich ein paar Kisten selber bauen für Ableger, wo dann Mini Plus, weil die das Beutensystem von Mini Plus halte ich immer noch für, gelinde gesagt, für scheiße. Entschuldigung. Weil es ist einfach nicht praktisch. So. Aber wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, ihr nehmt ein paar Bretter, 1,20 Meter lang, und könnt jetzt Ableger 5 Stück da reinpacken. Die Trennwände macht ihr nicht fix, sondern dass man die verschieben kann. So, braucht ihr eine Königin, nehmt ihr sie raus, die Bienenmasse dem anderen Teil dazu geschlagen, einfach dadurch, dass man den Trennschicht rauszieht. Und dann könnt ihr auf ungefähr 1,20 Meter, ich habe das Maß noch nicht genau ausgerechnet, aber so grob geschätzt, könnt ihr 5 Ableger unterbringen und auch relativ weit führen. So, man kann das Ding auch dann, ich sag mal, nach oben hin erweitern, nochmal eine Zarge drauf tun. Also da gibt es schon, ich sag mal, ganz viele Möglichkeiten. Und wir haben das Rämchen, was wir für die Ableger brauchen, können wir dann nachher zusammenstecken und ganz einfach in eine Zander 2 Drittel setzen. Und ich will Zander 2 Drittel A im Brutraum einsetzen und im Honigraum. Das heißt, eine Zarge Zander normal im Brutraum und eine Zander 2 Drittel im Brutraum. Das passt sehr gut auf das Maß. Wir brauchen ja nie komplett 2 Zargen, aber eine ist definitiv zu wenig. Und so kann ich immer noch meine Kippkontrolle beibehalten und habe, ich sag mal, ein bisschen weniger an Höhe. Ihr seht hinter mir die Kästen. Das sind jetzt 2 Zager und das ist für mich gerade so, die stehen halt ein bisschen höher bei mir, so 35 Zentimeter vom Boden weg. Weil ansonsten, ich bin fast 2 Meter, oder es waren mal 2,02 Meter, so 1,98 Meter sind davon geblieben. Und ich muss mich sonst so sehr bücken, das geht aufs Kreuz. Wenn aber 3 Zargen an Honigraum draufkommen, dann ist die Sache so hoch, dass beim Anhebeln und seitlichem Wegdrehen der Zarge verdrehe ich mir gerne das Kreuz. Ist mir jetzt 3 Jahre hintereinander immer zur Frühtracht passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst ein bisschen weniger Höhe und ein bisschen weniger Gewicht hinkriegen. Und darum war die Überlegung, okay, unten eine Normalzarge und einmal 2 Drittel, dann Absperrgitter, wieder eine Normalzarge und dann wird alles weitere mit 2 Drittel gemacht. Meistens ist es ja so, ein durchschnittliches Volk bei einer durchschnittlichen Frühtracht. Die erste Zarge ist voll, du setzt die nächste auf. Ja, und was ist? Es ist nur Kleckerkram drin. Es wird nicht so richtig voll. Bei 2 Drittel ist das jetzt nicht so ganz das Problem. So, ansonsten ist es halt vorbereitet. Gut, ist bei einer ganzen auch nicht das Problem. Aber naja, das ist auf jeden Fall die Überlegung, die dahinter steckt. Ich habe ein Wabenmaß im Endeffekt oder zweimal ein Wabenmaß, die ich für Brutraum wie für Honigraum einsetzen kann und die auch noch zu 100% in die Ablegergeschichte reinpassen. Und wenn ich jetzt im Winter auch noch darauf einfütter mit diesen Mini-Plus-Rämchen, Dankeschön, mit den Mini-Plus-Rämchen, dann habe ich auch immer Abfutter für meine Ableger im Frühjahr parat. Ja. So, und was ist immer das Problem bei Ablegern? Entweder das regelmäßige Füttern oder nicht kleckern. Und ist das Futter schon in Waben, haben wir das Problem nicht. Das heißt, wenn einer ein paar Völker mehr hat und du machst einen etwas stärkeren Ableger und setzt den. Als Beispiel, du machst den mit 3 oder 4 Brutwaben. Dann kannst du denen relativ zügig ein Absperrgitter geben und Zander 2 Drittel oder halt Mini-Plus-Rämchen in 2 Drittel obendrauf setzen.
Und dann fütterst du die. Und die fütterst du mit großen Mengen. Und die liefern dir so viel fertiges Material dann für die anderen Ableger, wo du einfach die fertigen Waben reinhängen kannst, hast keine Kleckerei. Du nimmst einfach eine Zarge mit und hast genug Futter dabei. Ja, sagen wir mal eine Arbeitserleichterung für deinen Rücken. Eine Arbeitserleichterung für meinen Rücken, unterm Strich eine Arbeitserleichterung an Material. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich dann jetzt Kisten überbehalte. Da ich nächstes Jahr auch mit dem Teilen und Behandeln etwas mehr nach vorne rutschen möchte. Ich werde also schon im Juli mit dem oder in den ersten 2 Juliwochen mit dem Teilen und Behandeln anfangen und setze den. Soweit der Plan. Soweit der Plan, ne? Der Plan war klasse. Die Umsetzung war scheiße, aber der Plan war schon mal gut. Und setzt den Honig auf die Brutlinge drauf. So, wir haben das schon ein, zweimal getestet. Der Brutling zu der Zeit hat ja noch eine richtig, es ist noch richtig viel Brut da. Es sind noch richtig viele Jungbienen da. So, und Bienen werden wieder fleißig, wenn sie eine verdeckelte Zelle haben. Die haben aber keine Brut mehr zu versorgen, weil die Brut ist ja alles soweit dann auch verdeckelt und läuft aus. Das heißt, die haben richtig Kapazität, den Rest der Tracht noch zu sammeln und den Honig oben zu pflegen, bis die neue Königin soweit ist. Ne? So, wenn es dann soweit ist, dass die behandelt werden müssen, kommt natürlich der Honig runter und wird geerntet. Und der Flugling ist dann schon lange fertig eingefüttert und ist so weit in der Produktion. Ich habe das dieses Jahr mit einem Volk getestet, habe einmal frühzeitig geteilt und behandelt und bin dann, wie die anderen Völker mit Teilen und Behandeln dran gegangen sind, bei dem Volk nochmal, habe die nochmal geteilt und behandelt, also den Flugling. Und beide Brutlinge haben Überwinterungsstärke. Der eine ist natürlich viel, viel stärker. Der platzt aus allen Nähten, der zuerst gebildet worden ist. Aber selbst der zweite liegt so zwischen 7.000 bis 8.000 Bienen. Ja, super. Und hat bei beiden funktioniert. Also ne, der Flugling hat das wunderbar verkraftet. Dadurch, dass jetzt aber auch kein Milbenproblem mehr da war. Das hing ja erstmal alles im Brutling, die sind ja behandelt worden, haben die richtig nochmal durchstarten können, die haben ja auch neue Bienen produziert, dann einen Schwung, dadurch, dass die Bienenmasse und die Brut gefehlt hatten, hatten die auch nochmal richtig Motivation, ein großes Brutnest anzulegen. Selbst jetzt beim Durchgucken hatte die Königin noch etwas über 6.000 Brutzellen. Im Flugling. Und der Flugling war auch sehr, sehr gut besetzt. Also vom Warmsitz 1,5 Zagen. Na, stark genug, also ich meine, früh genug geteilt. Das war ja noch, wenn ich mich erinnern kann, das waren ja die Völker, die wir noch geteilt hatten. Das war Nee, dieses Jahr eigentlich. nein, also wir haben zwar, ich sag mal, geteilt, aber das war jetzt nicht, das war eine der Inselköniginnen, Okay. die praktisch bei mir auf dem Platz hinten mehr runterstanden. Ja, aber es müsste eigentlich zeitgleich dann mehr oder weniger gewesen sein, weil das war ja schon relativ früh. Das war ja wirklich, als die Flugfracht noch drauf stand. Spätrachte. Das erste Teil. Das erste Teilen, das war jetzt nicht dieses Jahr, das war letztes Jahr. Ah. Das war letztes Jahr. Da haben wir das ausgetestet, funktionierte auch. Dieses Jahr hatte das Wetter aber nicht dafür so mitgespielt, mit der ganzen Regenzeit. Ja, das stimmt. Da haben wir zum Ende der Frühtracht haben wir Völker schon geteilt. Und beide haben wunderbar funktioniert. Der Brutling brachte 1,5 Zagen Honigspähtracht und der Flugling brachte eine. Problem an der Geschichte, du konntest nicht behandeln. Ja, weil du ja noch mitten in der Tracht bist, hattest ja die Probleme, dass du behandeln konntest. Jetzt oder nicht behandeln konntest. Den Flugling, den einzusprühen, weil du den Honig runternimmst, ist jetzt erstmal nicht das Problem. Aber der hat ja sowieso kaum Milben. So. Da ist es nicht so wichtig, wir sind ja wirklich alle im Buchhinter. Ja,
Und du musstest natürlich dann bei diesem, ich sag mal, Eingriff nicht füttern oder so weiter. Ursache war, wir hatten einmal, noch mal ein Jahr davor, ein Volk, das so grandios aggressiv war, dass wir es einfach auseinander, oder ich es einfach auseinandergerissen habe, habe einen Brutling und Flugling gemacht, die Bienen flogen ab und jetzt konnte ich da die Königin rausfischen. Da waren jetzt die ganzen Flugbienen weg. Und habe den Flugbienen direkt eine neue Königin zugesetzt, beziehungsweise eine Wabe als Bannwabe direkt mit Brut aus einem geeigneten Volk. Und die sollten sich jetzt was Neues ziehen. Haben die auch gemacht. Wie die neue Königin beim Brutling aktiv wurde, war die Aggressivität des Volks schon um 80% gesunken. Nur dadurch, dass eine andere Königin da drin war. Bei dem. Meistens sinkt es auch immer schon, wenn die Königin weg ist, weil dann ja auch die Ja. Verteidigungsbereitschaft vorliegt. Bei dem Flugling. Obwohl jetzt, ich sag mal, kaum noch Flugbienen drin waren, war das Königin-Rausfahren immer noch eine Tortur. Also selbst die Bienen, die eigentlich noch nicht im Außendienst sind, waren schon ziemlich aggro. Und naja, die Königin rausgesucht, Königin abgedrückt und dann habe ich für 6 Tage im verschlossenen Käfig eine Königin reingesetzt. Und dann habe ich die Königin freigelassen. Also beim Königin freilassen tat es nur noch im Verhältnis ein bisschen weh. So, das hat sich aber bei dem Teil mit den mit den Jungbienen, das ist ja dann der Brutling gewesen. Ja. Ja, und da habe ich ja die Königin erst drin gelassen und habe dann da die Königin ausgetauscht. Und da hat sich die Aggressivität etwas länger gehalten. Also es war das umgekehrte Verfahren, ne? Wir haben den Flugling mit einer Bannwabe, damit die Bienen offene Brut hält die Bienen da drin Also und die ziehen grundsätzlich Flugling ohne Königin, Wabe zum Nachziehen reingehängt aus dem vernünftigen Volk und Brutling, Königin dann später rausgefischt und da eben halt auch was Neues rein. ganz genau. Die Königin rausgefischt, die Königin abgedrückt, die neue Königin, ich sag mal, erstmal gekäfigt gehalten und dann, ich sag mal, die freigelassen. Das heißt, ich hatte ein Zeitfenster gut von 10 Tagen, 11 Tagen, 12 Tagen. Also da war schon ein Großteil der Brut ausgelaufen. Ja, das wäre jetzt meine So. nächste Frage gewesen mit der Brut, weil im Brutling war ja noch Brut drin. Wenn man die Königin da jetzt mit reinsetzt, ist das ja ein Risiko, dass sie, wenn sie noch eigene Brut haben, selbst wenn sie verdeckelt ist, manchmal mit der Königin nicht so weiter wird. Ja, aber dementsprechend 6 Tage im geschlossenen Käfig, ne, dass die und dann zum Freifressen. Die hatten also nichts mehr an offener Brut da drin. Und ja, ich weiß, das Risiko ist etwas größer, aber ich wollte die Königin jetzt auch nicht noch länger im verschlossenen Käfig lassen. Und das Problem wäre ja gewesen, hätte ich jetzt diese verdeckelten Waben in ein anderes Volk reingehängt, dann hätte ich mir das nächste Volk zum Stecher gemacht. Weil die haben ja immer noch gestochen, obwohl sie schon eine neue Königin da drin hatten. Die Alten, das war das Merkwürdige, die eine Wabe hatten zum Neuziehen, aber das war jetzt natürlich auch wie soll ich sagen, anderes Genmaterial. Die Königin, die ich da reingesetzt habe, war auch anderes Genmaterial, aber das hat nicht so gut gewirkt, als wie das von der Königin, die sie sich dann selber haben ziehen müssen in der anderen Geschichte. Die waren viel umgänglicher und das weißt du halt vorher nicht. Nee. Die Bienen nachher, die die Königin produziert hat, wunderbar, da hast du nichts mehr davon gemerkt, dass das vorher mal ein grandios bösartiges Volk war. Ja, das ist ja Aber normal. Also wenn die Königin ja. aus einem netten Volk kommt, wenn die Drohnen dann einigermaßen passen, dann hat man ja Glück. Ja, und das ist halt so die Geschichte. Und da müsst ihr auch immer aufpassen, dass ihr rechtzeitig selektiert. Wenn ihr ein Volk habt, was böse ist und sagt, davon will ich nicht nachziehen, lasst die aber Drohnen produzieren. Ja. Zieht ihr davon nach? Ihr müsst dieses Volk so beschneiden,
dass die keine Drohnen produzieren können. Das heißt, ihr tauscht im Frühjahr ganz früh die Königin aus, bevor das mit den Drohnen losgeht. Und selbst wenn, ich sag mal, ihr sagt, oh ja, ich muss aber jetzt erst eine Königin ziehen und. Dann nehmt ihr die eine Königin raus, setzt denen eine schlupfreife Zelle rein. Die fiese Königin könnte immer noch als Notreserve auf 2 oder 3 Waben setzen. Dann legt die auch noch weiter. Die Waben könnt ihr immer wieder nehmen zum Verstärken für das andere, weil solange die nur auf 3 Waben Größe sind, sind die gängig. Die sind dann noch nicht böse. Also in den seltensten Fällen. Ein Volk muss eine gewisse Größe haben, dass die sagen, jo, jetzt legen wir uns mit dem und dem an. So, wir wollten ja eigentlich noch Fragen beantworten, die wir bekommen haben. Jetzt sind wir schon wieder einmal wieder fast komplett das Jahr durch. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was wir da machen. Mini Plus. Dann schießen wir los. Sorry, das müsste jetzt sein. Gut, gucken wir mal. Hallo Patti, hallo. Ich möchte gern mit der Kofferwaage die Futtermenge in meinem Jungvolk schätzen. Reicht es, die Beute hinten nur leicht anzuheben und zu wiegen? Oder vorne auch wegen der ungleichen Verteilung? Ich habe in Foren gelesen, dass die 2 Gewichte vorn und hinten addiert werden müssen oder das Gewicht hinten verdoppelt, um das Gesamtgewicht der Beute zu bestimmen. Weiß aber nicht, ob das vertrauenswürdig ist. Auf Pias Dropbox habe ich dazu nichts gefunden. Okay, das wundert mich schon mal nicht, weil Pia wiegt ja nicht. Deshalb würde ich nochmal für eine Beute ohne... Moment. Dasselbe würde ich nochmal für eine Beute ohne Bienen machen. Die Differenz der beiden Beuten sollte doch dann das Gewicht des eingelagerten Futters sein, oder? Für die Bienen und Wachs schätze ich 2,5 Kilo 2 Tage, die noch abzuziehen. Könnt ihr bitte erklären, wie man mit der Kofferwaage richtig wiegt, um die Futtermenge richtig einzuschätzen? Besten Dank und liebe Grüße. Also im Prinzip stand das Richtige schon drin. Also ja, man muss 2 Gewichte von der Beute nehmen, entweder vorne und hinten oder rechts und links, weil das Futter ja natürlich im Volk nicht gleich verteilt ist. Entweder die haben es eben, dann vorne ist mehr eingelagert oder hinten, oder sie haben es rechts oder links. Deswegen, wenn man nur eine Seite wiegt, also beispielsweise nur hinten und das verdoppelt, kann es sein, wenn man jetzt hinten gerade eben halt das komplette Futter hat und vorne ist relativ wenig, dass man da ein Ungleichgewicht hinkriegt. Deswegen besser rechts und links oder vorne und hinten wiegen und beim Wiegen darauf achten, dass man, wenn man die Kofferwaage einhängt, das Ganze nicht irgendwie einen halben Meter über den Boden zieht, sondern nur gerade so eben, so 1-2 Zentimeter, nur so ganz leicht anheben. Das Ganze macht man dann, wie gesagt, vorne, hinten, rechts, links und dann kann man das Ganze addieren und kommt dann einigermaßen aufs passende Gewicht. Und ja, wenn man das Ganze mit einer Leerbeute gemacht hat, kann man das abziehen und 2,5 Kilo für Wachs und Bienen. Kommt jetzt natürlich auf die Menge von Bienen an, es kommt darauf an, wie viel Brut haben sie noch drin, wie viel Pollen, aber das sollte eigentlich passen. Ist ja immer besser, wenn man ein bisschen mehr Futter hat. Also so kann man es. Ja, ich sag mal, ne? 2,5 Kilo für Wachs und Bienen, dann bist du aber eher bei einem Einzager, ne? Ich meine, du hast 1 Kilo Wachs pro Zage, aber wenn du jetzt noch Pollen rechnest, das Gespinst mitrechnest, bebrütete Waben, ja, naja, ist auch letztlich egal. Das haben wir übrigens auch im Kurs gemacht. Wir haben uns unterschiedliche Völker angeguckt. Dann habe ich die mal anheben lassen von hinten. So nur mit 3 Fingerspitzen hinten in das Loch für den Flug, für den Varroa-Schieber und dann mal anheben. So. Und dann haben wir die Völker auseinandergenommen und uns angeguckt, wie viel haben die tatsächlich ihren Futter drin. Und einer hatte tatsächlich das Futter jetzt noch nicht angerührt, das war noch in der Futtertasche, hätte aber ansonsten Gewicht genug gehabt. Da haben wir dann das Futter näher ans Brutnest geschoben. Und da war dann jetzt zum Beispiel die Sache, okay, schiebe ich jetzt die Futter, die Bienen saßen rechts, die Futtertasche links. Schiebe ich die Futtertasche ans Brutnest dran, wo sollen die Bienen das Futter hin tun? Also Futtertasche raus. Das Brutnest ein Stück rüber geschoben und an die Stelle die Futtertasche rein. Jetzt können die Bienen leicht ans Futter dran, müssen allerdings das Futter einmal quer durchs Brutnest tragen, was denen nichts ausmacht. Das Futter, was sie erstmal haben, haben sie. Das bringen die schon unter. Und da kam natürlich auch die Frage, oh, jetzt ist das Futter ja direkt am Flugloch und. Ja, ist es.
Aber die Öffnung ist oben. Es ist ja keine Futterschale, die ich unten in den Boden reinstecke. Das ist dann aber so das Abwägen. Ist es nicht die optimale Position, aber es ist alle Male besser, das Futter an einer nicht ganz so günstigen Position, und es wird abgenommen, als das Futter an der optimalen Position. Die Bienen gehen aber nicht dran und verhungern dir nachher. So. Richtig. Also, da haben wir uns dann auch noch so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Da waren dann auch einige Fragen. Es ist im Endeffekt, ihr müsst immer so ein bisschen abwägen. Ne, so und so sollte es sein im Optimalfall. Aber wann haben wir schon mal den Optimalfall? Eigentlich gut. Eben, also heißt es, wir müssen immer ein Stück vom Optimalfall weg und dann überlegen, wo wollen wir denn hin? Und wie können wir jetzt, ich sag mal, unsere Ziele möglichst gut verwirklichen, ohne den Bienen dabei zu schaden? Und Bienen, die kein Futter abnehmen, denen schadet das ganz bestimmt, weil sie irgendwann verhungern. Also setzen wir sie im Zweifelsfall lieber der Räuberei aus. Ist jetzt nicht mehr ganz so akut, das Thema. Nee, im Augenblick nicht mehr. Also zumindest hier nicht. Also klar, Ja. tagsüber, wir haben noch Flugblätter, die fliegen teilweise auch, aber es sind nur noch wenige Stunden. Wir haben herrlich viele Wespen, die in die Völker reinfliegen. Die habe ich hier nicht, also nicht in den Völkern, die habe ich mehr am Haus. Naja, herrlich viele Wespen, die reinfliegen, aber die tun den Bienen nichts mehr. Die versuchen nur noch ein bisschen Treibstoff zu klauen. Richtig, weil die Völker Und lösen sich jetzt auch auf. Das heißt eben halt, Bienen brauchen sie nicht mehr, um irgendwie Brut zu versorgen. Die versorgen sich jetzt genau. selbst. Ja, die versorgen sich nur noch selbst. Und wenn das jetzt im August wäre und das sind Ableger, die sich noch entwickeln müssen, dann mag ich schon mal ein bisschen panisch werden. Aber jetzt um die Jahreszeit, die Völker haben soweit die richtige Größe, oder bekommen gerade die richtige Größe. Die Wespen, außer ein bisschen Futter klauen, tun die nichts. Und die Bienen reagieren nicht drauf. Das heißt, die Bienen in Anführungsstrichen sind sich nicht bewusst, dass sie einen Stachel haben. Das ist ein ganz tolles Zeichen in die Richtung für nächstes Jahr. Also ich habe Völker, die haben sich so ausrauben lassen und waren nicht imstande, sich zu wehren. Ist einerseits natürlich nachteilig, weil deine Völker können ausgeraubt werden. Die Bienen ja. Andererseits für dich als Imker, ja, da kannst du in der Badehose dran gehen und dich mit Sirup einschmieren. Also da passiert ja nichts. Okay, da passiert nichts. Das Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, das kennst du bei jedem Volk. So, und ja, das war, ich sag mal so, das Wesentliche. Und was ich sag mal, meinen Kursteilnehmern auch noch ans Herz gelegt habe: Schaut nicht nur auf das Futter und Bienen, wie viel drin sind, ist uninteressant. Schaut euch an, wie viel verdickelte Brut drin ist. Weil bei den Bienen können wir uns immer noch nicht sicher sein, sind es Winterbienen oder sind es Sommerbienen. Bei der Brut, die jetzt läuft, da würde ich schon schwer drauf wetten, dass das Winterbienen sind. Ja, wobei So. der Anteil an Sommerbienen in den Völkern jetzt auch sehr. Ja, der ist sehr geschrumpft. Aber wenn ich jetzt ein Volk habe, sagen wir mal, und die haben 4000 Bienen, haben aber auch fast 4000 Zellen, die sie alle noch gut besetzen können, dann ist das kein Kandidat zum Verein. Also es ist keiner zum Verein, weil die sonst nicht die passende Volksstärke haben. Das kann ein Kandidat zum Verein sein, weil ich gerne mit einem Zehntausender da reingehen will. Aber selbst die könnten zu einem Zehntausender werden, weil es ist ja jetzt nicht nur ein Brutgang, den die machen, da kommt vielleicht auch noch ein zweiter. Kommt jetzt ein bisschen aufs Wetter an, oh ja. Ja. Also da ist dann immer mit der Ruhe und wie gesagt, lieber spät entscheiden, ob man vereint, als wie zu früh und Gut, überhastet. zu früh überhastet, das kommt jetzt auch ein bisschen auf die Völker an. Wenn man jetzt natürlich einen hat, der irgendwie sowieso nur noch auf zwei Waben sitzt, da passiert jetzt nicht mehr viel und die über Nacht, wenn es jetzt richtig kalt wird, leiden da auch schon drunter, die kann man dann vereinen. Aber so Wackelkandidaten, die eben halt kurz unter der Grenze sitzen, da würde ich. Ja. Gut, machen wir mal weiter. Hallo Patti, hallo.
Anfang September hatte ich schon eine AS-Behandlung bei meinem Jungvolk gemacht, die eigentlich erfolgreich war. Eine Kontrolle kurz vor meinem Urlaub ergab dann jedoch ein anderes Ergebnis. Ich habe dann am 29.09. eine 100 ml AS-Behandlung mit dem Liebigdispenser gestartet, da ich wieder 12 Milben pro Tag hatte. Da ich dann im Urlaub war, konnte eine Freundin erst nach 7 Tagen, 6.10. nachsehen. Die AS war nicht komplett verdunstet, sodass sie nochmal einen neuen Dispenser reingestellt hat. Dieser war dann am 15.10. leer. Ich habe ca. 850 Milben gezählt, die seit dem 29.09. gefallen waren. Am 22.10. habe ich nochmal ca. 230 Milben gezählt, seit 15.10. Ich finde das wenig, hätte viel mehr erwartet. Was ratet ihr mir? Weiter beobachten oder noch eine weitere Behandlung, bloß bei diesem Wetter? So, wollen wir erstmal rechnen. Ja. Der vermeintliche Milbenfall vorher 15 Milben. 12 Milben 12, am 12 Tag. Milben pro Tag waren. 12 Milben am Tag. Und das Datum, ja, ich sag mal 1.10. 1.10. gehen wir auf 200 oder gehen wir da schon auf 250? Nee, das ist das mal. Gehen wir auf 250. Das heißt, 2.500, 3.000 Milben vermeintlich im Volk. Glaube ich aber nicht. Also es kommt auch immer ein bisschen auf den Brutstand an, würde ich da sagen. Also wenn die jetzt schon auf dem Weg waren und wenig Brut hatten, dann funktioniert das bei mir auch nicht mit der Hochrechnung. Dann sind da weniger drin, als es den Anschein. Ja, sei mal ruhig. So, wir sind doch noch am Rechnen. Ich rede doch heute gar nicht viel. Die erste Behandlung war doch im September. Ja. So, und jetzt wissen wir nicht genau, wann. Anfang September. Anfang September. So, und wir machen die Behandlung und auch noch Milben, die irgendwo in der Brut stecken, bis die dann richtig ausgeräumt sind. Das kann alles noch ein bisschen brauchen. Das kann insbesondere dann brauchen, wenn sie ja auch schon dabei sind, das Brutnest zu verkleinern, weil dann putzen sie nicht sofort die ganzen Zellen, weil sie nicht benötigt werden. Dann kann das ein paar Tage länger dauern. Richtig, so. Das kann dann noch eine Auswirkung haben auf die letzte Geschichte, dann wieder, ich sag mal, etwas höheren Milbenfall zu haben. Es sind 1000 Milben oder etwas über 1000 Milben sind gefallen. Ja. 3000 wären im Volk, theoretisch nach der Rechnung. Da würde ich sagen, die Behandlung hat funktioniert. Hat sie ausreichend funktioniert, ist halt, ich sag mal, schwer zu sagen. Aber du hast den Milbendruck schon mal um ein Drittel theoretisch gesenkt. Warte 3 Wochen ab und dann guck dir nochmal vermeintlich den natürlichen Milbenfall an. Das Problem um die Jahreszeit ist, wie Patricia sagte, die putzen das, was sie gerade brauchen. Und wenn da jetzt Zellen sind, wo gerade eine rausgeschlüpft ist, da ist noch eine tote Milbe drin oder eine, die gar nicht das passende Alter erreicht hat, dann wird die nicht sofort ausgeräumt. Und das kann dir dann irgendwann später passieren und landet dir unten drin. Ich würde es mal, Empfehlung wäre, im Auge behalten. Nach einer Ameisensäurebehandlung funktioniert der natürliche Milbenfall 3 bis 4 Wochen nicht. Erst danach wieder. Ja, eigentlich sind es ja 12 Tage, bis alles geschlüpft ist. Ich würde aber vielleicht noch mal ein paar Tage draufrechnen, wegen eben halt nicht sofort putzen. Ja. Das ist ja Ameisensäure gewesen. Aber wir sind jetzt, also die letzte Behandlung war am 15.10. Also das ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her. Von daher nähert es sich jetzt schon wieder dem natürlichen Milbenfall. Also ich würde es auf jeden Fall auch im Auge behalten. Ich würde noch mal regelmäßig die Windel drunter schieben und gucken. Und vor allen Dingen würde ich auch reingucken, sollten sie jetzt brutfrei werden, würde ich die Restentmilbung machen. Ja, ich sag mal, wenn sie brutfrei sind, auf jeden Fall noch die Restentmilbung mit Oxalsäure. Genau, und allzu lange, ich meine, ein bisschen dauert es noch, aber allzu lange dauert es jetzt nicht mehr 2 Wochen, dann haben wir ja auch ein Mittel, dass wir es eben halt auch verdampfen bzw. sublimieren können. Das ist ja nochmal eine Ecke schonender als einsprühen. Räufeln kommt ja jetzt noch nicht in Frage, dafür sitzen wir nicht eng genug gut. Ich weiß nicht aus welcher Ecke, vielleicht ist es nachts auch schon kalt genug, aber wahrscheinlich tagsüber eher nicht. Ja, der schnellste Weg wäre einfach verdampfen.
Ja, wuff, 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 wuff. Odi, sei leise. Sekunde mal eben, es klingelt. So, nächste Frage. Hallo Patricia, hallo Chris. Ich habe aktuell noch zwei Völker, die circa 2 bis 3 Kilo API in Wert in der Liebig-Futterzage noch nicht abgenommen haben. Soll ich den Fütterer einfach drauflassen oder muss der vor der Einwinterung runter? Soll die Tage nochmal 15 Grad werden, aber nachts immer unter 10 Grad? Haben die Temperaturschwankungen negative Auswirkungen auf das Futter, beispielsweise wenn es friert und wieder auftaut? Also im Normalfall, ja, eine Futterzarge obendrauf, ich kenne die gar nicht. Das ist eine, ja, es ist eine normale Futterzarge, die man oben drauf setzt, wo die Bienen das dann oben abnehmen können. Also bei 15 Grad gehen sie ja auch noch nach oben und nehmen es ab, nachts dann nicht, aber eben tagsüber. Und es spricht nichts dagegen, das noch drauf zu lassen, solange die Tagestemperaturen noch so sind, dass sie dann eben halt auch noch dran gehen. Wenn es dann irgendwann dauerhaft unter 10 bleibt, dann werden sie oben aus der Futterzarge auch nichts mehr rausnehmen, dann kann man es runternehmen. Ja, legt in eine neue Spur. Oder gegebenenfalls, wenn es an Futter noch rein muss, weil es ansonsten zu wenig ist, auch über Futtertasche oder wenn es dann richtig kalt ist, auch Fütterung Von von unten. unten nachdenken, dass es dann noch abnehmen können. Aber wenn sie sowieso genug Futter drin haben, dann kann man es abnehmen, wenn es unter 10 Grad wird. Aber wie Ja, also gesagt, das Frieren macht, würde dem Futter nichts machen. nö. Und das Problem ist, wenn wir nachts unter 10 Grad haben, ziehen die Bienen sich zurück, haben aber alles sauber gemacht und finden am nächsten Tag das Futter nicht mehr. Selbst wenn wir 20 Grad haben, die finden das Futter nicht. Das ist ja gerade das, wo auch mit Werbung gemacht hat, dass dieses Futter nicht riecht. Also musst du denen im Endeffekt, wenn du nachts es kalt hast und die Bienen können nachts nicht weiter eintragen, musst du denen jeden Morgen eine neue Spur legen. Ah, nicht zwangsläufig. Also teilweise gucken sie oben schon noch, wo sie das letzte Mal Futter abgenommen haben. Also das muss nicht unbedingt sein. Aber wie gesagt, also alles, was unter 10 Grad ist, werden sie oben drüber nichts mehr abnehmen. Tagsüber 15 Grad geht das immer noch. Also solange es noch Tagestemperaturen. Ich denke mal jetzt im Oktober zumindest eben halt hier bei uns die nächsten Wochen sind immer noch Temperaturen über 10 Grad tagsüber. Da gehen die dann noch dran. Und wie gesagt, 2, 3 Kilo ist jetzt auch nicht so viel. Das sollten sie noch runternehmen. Also viel Oktober hast du aber nicht mehr. Stimmt, ich meinte auch, ja, da war ja was. Hier im Oktober hast du die nächsten Wochen. Hä? Ja, November. Ich meinte eigentlich, ich hatte nur auf die nächsten Wochen geguckt. Okay, Oktober ist jetzt ja vorbei, aber November auch so. Die ersten Novemberwochen sind jetzt noch so, dass die Tagestemperaturen durchaus noch so sind, dass sie oben auch aus der Futterzarge noch was abnehmen können. Dann gehen wir mal zur nächsten. Nächste Frage. So, wo haben wir sie? Da. Hallo Patricia, hallo Chris. Handelt es sich auf dem Bild um das Flügeldeformationsvirus DWV? Das Volk macht ansonsten einen vitalen und gesunden Eindruck. Ich habe bisher auch keine Krabbler oder andere Auffälligkeiten erkennen können. Was kann ich dagegen tun, beziehungsweise wie das Volk unterstützen? Vielen Dank für eure Einschätzung. Das Bild habe ich hier auch irgendwo. Da. Such, 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 such. Also ich glaube, der Teil, das ist dieser vergrößerte Teil hier an der Seite, das soll zumindest, denke Da ich ist mal, die obere Biene sein, weil der Flügel hier so ein bisschen schmal wirkt, aber das kann auch ein bisschen an der Perspektive liegen. Also ich sehe da jetzt ehrlich gesagt nichts. ich auch nicht, weil ich sag mal, auf dem größeren Foto kann ich das auch sehen. Die sitzt außen am Flugbrett. Die Biene ist schon ein bisschen älter. Bienen, die ein Flügeldeformationsvirus haben, bleiben im Regelfall nur ein paar Stunden, maximal einen Tag im Volk, weil dann werden die rausgeschmissen. Richtig, weil beim Flügeldeformationsvirus ist das Problem, dass das ja nicht nur eben halt zu verkrüppelten Flügeln führt oder zu einem niedrigeren Schlupfgewicht oder eben halt zu einem verkürzten Abdomen, sondern eben halt auch die Entwicklung im Gehirn ist dadurch beeinträchtigt und das bedeutet, diese Bienen werden relativ schnell vom Volk aussortiert. Darum hast du keine Flügel. Okay. War ja klar. So, und zudem beim Flügeldeformationsvirus, ne, der sagt nicht, ach, ich nehme heute mal nur den linken, der nimmt beide.
Ja, es kann schon mal sein, dass man einige hat, wo es nicht so ausgeprägt ist, wo wirklich nur einen betrifft, aber das sieht man dann Echt? Habe doch. ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Ja, das war ein abgenutzter. Das Kurzbild da, Königin mit abgenutzten Flügeln. Nein, also macht ihr da, ich sag mal, keine Sorgen. Immer sowieso ein Auge drauf halten, ich sag mal, wie der Milbenbefall ist. Und ne, dementsprechend was tun. Die brutfreie Zeit wird jetzt kommen. Unter Umständen bist du auch schon mittendrin. Ich habe Völker, die wieder am Intervallbrüten sind. Habe die Tage eine ganz interessante These dazu gehört. Da wird behauptet, dass Winterbienen gar nicht gebrütet werden, sondern einfach entstehen. So, da ist ein schöner Flügeldeformationsvirus und der ist auch beidseitig. Der ist in dem Fall hier beidseitig tatsächlich. Also hier sieht man also wirklich, dass die Flügel beide Seiten halt komplett nicht nur deformiert, sondern fast überhaupt nicht vorhanden sind. Also das ist eigentlich so ein klassisches Bild. Ja, so, und das ist halt eine Nebenwirkung von der Varroa, das ist so eine Zeigerkrankheit. Und dann sollte man erst recht mal so ein bisschen Blick drauf haben. Aber zu dem, was ich da jetzt eben ansprechen wollte, da geht man davon aus, dass Winterbienen, wie gesagt, gar nicht gezielt gebrütet werden, sondern dass das Bienen sind, die, ich sag mal, etwas besser gepflegt werden und auch nachher sich am Brutgeschäft so weitestgehend nicht beteiligen, um ihren Fettkörper zu schonen. Und auch in den brutfreien Zeiten versuchen, ihren Fettkörper wieder aufzubauen. Wird unterstützt, diese These wird unterstützt von der Tatsache, dass wenn wir Teilen und Behandeln machen und wir geben dem Flugling eine Brutwabe als Bannwabe, und die müssen, es sind alles Flugbienen, wir sind unter Umständen in der Hauptsaison, wo die Bienen sich nach 2 Wochen schon abarbeiten, also nach 2 Wochen schon anfangen zu sterben. Diese Bienen schaffen es aber tatsächlich, eine neue Königin zu ziehen, ein neues Brutnest aufzubauen und so lange existent zu bleiben, bis ein ordentlich großes Brutnest nachgeschlüpft ist. Was ja So. nicht nur beim Teilen und Behandeln ist, sondern in jedem Fall, wenn die Königin verloren geht und soweit keine Brut mehr zum Aufziehen ist, auch wenn sie drohnenbrütig werden, verlängern die ja alle ihr Leben. Genau, da ist man früher davon ausgegangen, dass das durch die Fütterung des Gelee Royals passiert, weil die armen Bienen das ja nicht loskriegen, ne? Und jetzt das an die Bienen verfüttern. Das kann durchaus Hand in Hand gehen, dass ich sag mal, die Fütterung der Arbeiterinnen mit Futtersaft dazu führt, dass der Fettkörper sich wieder regeneriert. Weil man weiß, dass Bienen, wenn die lenzen können und müssen gerade nicht Brut aufziehen, den Fettkörper wieder regenerieren können. Der Fettkörper ist, soweit ich weiß, für die Langlebigkeit der Bienen zuständig. Ja, das ist ja auch So. der Unterschied, den du sehen kannst zwischen Sommer- und Winterbiene. Eine Sommerbiene, wenn du die aufschneidest, ist weitestgehend leer, während eben bei den Winterbienen halt eben relativ viel Masse, also der Fettkörper vorhanden ist, was man auch wirklich sehen kann dann. Ja, allerdings ist bei den Sommerbienen der deshalb leer, weil der verbraucht ist. Ne? Eine Biene schafft es mit diesem Fettkörper, 2 bis 3 Larven mit Gelee Royal zu verfüttern. Und die hat vorher sich, ich sag mal, ausgepowert in der Brutpflege und geht dann ins Sammelgeschäft über. Weil es ist gar keine Zeit, zur Ruhe zu kommen und den Fettkörper wieder aufzufüllen. Fettkörper, ne, das Gelee Royal oder der Futtersaft muss ja in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Nebeneffekt, wenn die schwärmen wollen, ne, Futtersaftstau, zu viel Futtersaft ist da, der wird nicht untergebracht, also werden die Arbeiterinnen gefüttert. Die Arbeiterinnen, ne, jeden Alters gehen mit auf den Schwarm und sind da auch wieder in der Lage, ein komplett neues Volk aufzubauen, obwohl sie ja eigentlich schon lange über ihre Zeit sind. Ja. Und wir haben tatsächlich Studien, oder Patricia hat mir mal von Studien erzählt, die dann belegen, dass wenn Bienen aufhören zu brüten, sich das Leben dementsprechend verlängert. So, kann natürlich auch durchaus den Nebeneffekt haben, es schlüpfen ja, es sind noch junge Bienen da, die Futtersaft produzieren, müssen den mehr oder weniger auch loswerden und dadurch auch, ich sag mal, sich der Fettkörper bei den einen anderen regeneriert. Das könnte diese These unterstützen. Genau getestet oder dergleichen weiß ich es nicht.
Auf jeden Fall ist es nicht hundertprozentig abwegig. Wie bist du da jetzt vom Flügeldeformationsvirus hingekommen? Flügeldeformationsvirus ist eine Nebenzeigerkrankheit von der Milbe. Die Milbe saugt am Fettkörper. Es ist eine, ja, es ist eine Zeigerkrankheit tatsächlich für Varroa-Befall, liegt aber auch daran, dass A, der Flügeldeformationsvirus wie viele andere Viren auch durch die Milbe übertragen werden kann. Also Milbe saugt an Biene, die dieses Virus in sich hat, geht zur nächsten und kann es dann übertragen. Aber beim Flügeldeformationsvirus ist noch das Besondere, dass dieser Virus sich auch innerhalb der Milbe vermehren kann. Das heißt, der wird also in aktivierter Form schon an die nächste Biene weitergegeben und dadurch kommt es eben halt zu dieser Symptomatik. Und je mehr wir haben, umso mehr Milben sind eben halt dann auch vorhanden. Bei anderen Viren, die können zwar auch übertragen werden, aber nicht aktiviert. Da hat man dann nicht unbedingt die Symptomatik. Es kann zwar an andere Bienen weitergegeben werden, aber beim Flügeldeformationsvirus ist es so, der wird aktiviert, übergeben und wie gesagt, kann sich auch in der Milbe schon vermehren. Dann übergeben wir uns jetzt auch mal an die nächste Frage. Nee, das war schon die letzte Frage. So viele sind jetzt gar nicht mehr gekommen. Ich hatte auch gedacht, irgendwie das zum Völker vereinigen und so weiter, aber da haben wir immer gesagt, wartet bis November. Das heißt, da kommen dann jetzt im November wahrscheinlich die Fragen. Da war jetzt nicht mehr so viel. Ich nehme mal an, wenn wir das Ganze jetzt live gemacht hätten, wären wahrscheinlich noch viele Fragen gekommen. Ja, Aber wir aber werden ich ja auch nochmal glaube. Live-Sprechstunden machen. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir das jetzt immer nur in aufgezeichneter Form wiedergeben, aber heute ging es einfach nicht anders. Genau. Ich muss heute Abend auf jeden Fall noch ein bisschen was Gutes tun. Ja, ich auch. Und Ich muss über Rest und Milben und so sprechen. ja, meine Mädels sind sich gerade schon am schick machen oder genau das Gegenteil. Ich werde jetzt gleich noch ein Messer in den Kürbis rammen, um den auszuhöhlen und soweit fertig zu machen. Dann habe ich die Dinge, die da kommen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Habt viel Spaß, falls ihr irgendwas unternehmt. Ansonsten habt viel Ruhe, wenn ihr euch diese wünscht. Morgen, ne, einen schönen Feiertag. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns bitte. Wie ihr seht, falls es mal ausfällt, versuchen wir das halt in dieser Form. Also, wenn ihr dringende Fragen habt, ist es immer besser, wenn ihr sie uns vorher schickt. Ja, und wir werden bis Ende November noch die Sprechstunde am Laufen halten Auf jeden Fall. und dann gehen wir in die Wintertraube. So, wenn euch das Ganze gefallen hat, ne, abonniert doch den Channel oder lasst einen Daumen hoch da, einen Kommentar, eine Anregung oder so weiter, sind wir auch immer dankbar für. Man siehe Ja. Gardine. Ja. Ich weiß nicht, was du Ich hast. hab gar nichts. Ich auch nicht. Ich kann das aber auch in Grün machen. So. Also, ne, ihr seht, wir arbeiten, oder Patricia hatte mir irgendwann mal zu Weihnachten ein Greenscreen geschenkt. Und ich habe halt gesagt, ich wünsche mir eigentlich Elfen, fliegende Elfen am liebsten durchs Bild. Und sie hat mir versprochen, da wird irgendwann mal was kommen. Ich bin mal gespannt, weil ich habe ja nur. Der hier, ne? Puppenstubenimkerei mit Mini Plus und dann wünscht er sich fliegende Elfen durchs Bild. Obwohl er ist Ja, jetzt auch bei der Puppenstube. Er wird älter, ja. nicht nur ich werde älter, hör mal, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder und so weiter. Was hast du? Zwei Hunde. Ja, also gut. Und eine Taube. So. Nee, die habe ich nicht mehr, die fliegt draußen rum. Ja, okay, aber du hattest es da. Ja, meine Kinder, die meisten fliegen auch irgendwo draußen rum. Ach, die fliegen, Und ja? sind nicht unter meiner Kontrolle mehr. Gott sei Dank. Nein, ich sag mal, Kinder sind ja schon was Tolles. Enkel sind viel schöner. Muss ich wirklich sagen. Weil du weißt, die werden wieder abgeholt. Ja, gut, den Zwischenschritt, man kann es halt nicht überspringen, ne? Enkel ja, Kinder nein. Ja, doch, geht schon, So. aber. Adoptier einfach Erwachsene. Ja, nee, lass mal. Und wir hatten eine turbulente Woche. Ja.
oder beziehungsweise die letzte Woche war, ich sag mal recht turbulent, den letzten Praxisteil vom Kurs, der letzte Termin, wo der Stand offen war. Dann haben wir noch das Ausgrillen gemacht. Dann haben wir noch eine Richtig. Einführung in das Thema Verdampfen gemacht. Wenn ihr euch jetzt fragt, oh, wofür braucht man ein Thema Verdampfen? Ich sag mal eine Einführung. Wir haben vom Verein her Verdampfer angeschafft. Und um einfach auf der sicheren Seite zu sein, habe ich als Vorsitzender entschieden, dass jeder, der sich das ausleihen möchte, so eine Einweisung mitgemacht hat. Halte ich für sehr sinnvoll. Ja, natürlich ist man imstande, das auch so hinzukriegen. Aber ich sag mal so, im Zweifelsfall, wenn was schief geht und was passiert, ich war's nicht. Ich kann nichts dafür. Das hat mir keiner gesagt. Ne? Da bin ich als alteingesessener Vater schon einige Dramageschichten gewöhnt, dass ich gesagt habe, okay, ne, jeder trägt sich ein, er macht so eine Schulung mit und dann kann er nicht sagen, er hat noch nie was davon gehört. Es ist jeder sicherlich alt genug, damit umzugehen. Aber es kann immer mal was schiefgehen. Jeder muss auch selber wissen, wie weit er seine Sicherheit in den Vordergrund stellt oder auch die Sicherheit anderer. Ja. Und ne, das Zeug kann sich ja jeder kaufen und das kann man ja machen. Aber wenn ich als Verein, der gemeinnützig ist, auch noch sage, hier, wir haben die Dinger und wir besorgen auch die Oxalsäure und ihr habt, ich sag mal, alles für euer Bestandsbuch, um das einzutragen, ist, könnt ihr euch das ausleihen. Weiß ich nicht, ob man mich dann eventuell oder den Verein irgendwann in Regress nehmen könnte, wenn was schief geht. Ne? Ja, du kannst doch das Ding nicht einfach so rausgehen. Du musst ja auch überprüfen, ob derjenige einen Führerschein hat, wenn du dein Auto verleihst. Ja, ja, sehe ich ein, ist schwierig. Wer lässt sich den Führerschein zeigen? Du bist der Meinung, in Anführungszeichen, ja, der fährt ja auch sonst Auto, ist ein Familienmitglied. Ja, klar, kann ich das Auto haben? Ja, ist in Ordnung. Natürlich lässt man sich den Führerschein zeigen, man macht ein Bild davon. Genau, und jetzt hat der Schlunz den aber abgeben müssen für eine Woche oder für 4 Wochen. Und du hast es nicht überprüft. Ne, das ist, ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Und ich habe dann gesagt, zudem eine tolle Geschichte, die Leute mal wieder an den Stand zu bekommen. Und es schadet ja auch nicht. Also man kann dann auch noch Fragen stellen. Genau. Wenn man es vorher noch nie gemacht hat, dann weiß man vielleicht auch nicht so ganz recht, was man da jetzt machen soll. Klar kann man die Anleitung lesen, klar kann man ins Internet gehen, sich zig Videos angucken, aber vielleicht hat man noch eine Frage und dann kann man sie bei sowas direkt stellen. Und dafür sind Vereine ja da. Es geht ja auch um Weiterbildung und um Wissensweitergabe. Also. So, Kinders, ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Abend. Wünsche ich euch auch. Schöne nächste 2 Wochen, dann sehen wir uns auf jeden Fall live wieder und nicht als Video. Aber trotzdem, schickt uns gerne Fragen vorher, dann kann man das Ganze schon mal so ein bisschen mit einbinden und dann werden sie auf jeden Fall auch beantwortet. Ja, und ne, wie gesagt, wenn ihr sonst noch eine Idee habt, wie ich Patricia beschimpfen könnte oder so weiter, ich bin für jede Anregung dankbar. Bis dann. Als ob du Anregungen dafür brauchst. Nein, aber das ist ja, vielleicht hat einer ja mal eine nette und charmante Idee. Ne? Bring deinen Hund in Sicherheit. Der will was essen, wie immer. Alles, alles klar. Klar. Bis zum Bis nächsten dann. Mal. Tschüss. Tschüss.